Weiter geht es mit einer neuen Folge Injustice Gods Among Us. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Ihr habt geschrieben, Bane soll der nächste sein. Ich denke mal, Bane kam wirklich am häufigsten vor. Deswegen spielen wir jetzt Bane und schreibt mir in die Kommentare, wer nach Bane drankommen soll. Ansonsten immer kräftig bewerten und natürlich geht das Let's Play dann weiter. Auf geht's mit Bane! Los geht's! Bane! Alter, was für eine Maschine! Und ich liebe Bane. Bane ist wirklich ein fucking cooler Charakter aus dem Universum von Batman. Und ich find's cool, dass man hier den Original-Bane hat. Nicht den Film-Bane, den Tom Hardy gespielt hat, sondern hier der, der sich die Muskeln schön mit seinem Anzug da aufpumpen kann. Den fand ich immer am coolsten. Dieser Effekt einfach, dass der Typ sich hier direkt dopen kann und auch mächtiger wird. Na, Bane? Ja, das ist das, was wir sehen wollen. Ja. Er ist süchtig danach. Er ist süchtig nach dem Shit. Och, nö. Er erwischt mich. Komm schon. Shazam! Das tat richtig weh. Aber was du kannst, können wir rein theoretisch auch. Guck mal hier. Der Saft, er fließt durch meine Adern. Der Mann mag es, Menschen den Rücken zu brechen. Das ist irgendwie seine Spezialität. Haha! Aber Bane ist ein Biest. Komm schon, Billy. Werde ich nicht. Bane gewinnt. Merk es dir. Du weißt nicht, was Stärke heißt. Aber die Stimme ist mega schwul. Alter, die Stimme im Deutschen ist mega schwul. Los geht's. Solomon Grundy. Auch ein cooler Charakter. Ich sag ja, es gibt so viele coole Charaktere bei Batman. Aber immer nur hört man Joker hier, Joker da, Joker irgendwo. So, viel Spaß, Solomon Grundy. Zack, zack, zack. Einmal hier durchgemäht. Dicker Mann gegen dicker Mann. Aber dieser dicke Mann hier gewinnt. Obwohl, ich würde sagen, Bane ist ein bisschen dicker, oder? Ich glaube, wir haben die dickeren Arme auf jeden Fall. Immer schön das Venom rein. Mehr Venom, Alter, das meine ich. Das ruiniert doch alles. Das heißt Venom und nicht Venom. Du alter Spanier, du. Bam! Er hat halt diesen Luchadore. Kampfstil. Oi. Och nö. Uncool. Grundy. Bane gewinnt. Oh, ist er hingefallen. Du weißt nicht, was Stärke heißt. Natürlich, Wodka Man. Ich nicht Batman, ich Wodka Man. Aus dem kalten Russland. Ich trinke Wodka. Guckst du Fledermaus? Ich Lederlappen, nicht Batman. Ja, Batman, der muss natürlich einmal hier gegen Bane kämpfen.
Hat Batman eine Chance gegen Bane im Zweikampf? Ich würde sagen, ja. Klar, Bane ist deutlich stärker, was die Muskelkraft angeht. Und Bane ist auch kein dummer Mensch oder irgendein Mensch, der keine Kampfausbildung hat. Hä, was war das eben gerade? Ist der zusammengebrochen? Tja, Batman ist zu betrunken. Aber Batman hat halt die Gadgets und Batman ist halt unglaublich raffiniert, finde ich. Und natürlich auch ein sehr, sehr starker Nahkämpfer. Wie so ein Gummiball. Lederlappen. Alter, da knacken dir die Rippen raus, ha? Und erneut breche ich deinen Rücken. Du weißt nicht, was Stärke heißt. Dieser Planet wird mir gehören. Los geht's. Dem sein Skin sieht so lächerlich aus. Den kann man doch gar nicht ernst nehmen. So, hier. Alter, der hat aber auch eine Kraft, der Mann. Komm her, du. Luchadore. Der Skin, den ich gewählt habe, finde ich auch richtig gut, ne? Boah, der ist aber hier gerade ganz schön auf Defense. Ich kann ihn irgendwie nicht crappen. Jetzt. Hey. Bam! Donkey Kong! So, ich ziehe mir ein bisschen Saft rein. Alter Typ, ey. Der ist anstrengend. Der ist richtig anstrengend. Boah, Leute, ich bin so gespannt auf den zweiten Teil. Ich glaube, der wird mega gut. Weil ich fand schon den ersten ziemlich nice. Auf jeden Fall die Story halt. Sie haben es eigentlich gezeigt, dass Beat'n'ups auch Deine echt gute Stories haben können. Der kleine Mann ist tapfer. Die Stimme von Bane. Die verdammte Stimme. Da ist ja selbst auch der deutsche Tom Hardy besser. Boom! Schlag in den Sack. Du weißt nicht, was Stärke heißt. Du weißt nicht, was Stärke heißt. Jetzt fällt der Hammer. Los geht's. Alter, was für ein geiler Skin. Den kenne ich ja gar nicht. Untot oder wie? Ich weiß auch gar nicht jetzt auf Anhieb hundertprozentig genau aus welchem Comic der ist. Aber es gibt ja so viele Spin-Offs, Zombies und was weiß ich. Also da gibt es so viel. Da gibt es richtig, richtig viel. Auch bei Marvel. Wo alle zu Zombies werden. Wo der Hulk so ein riesiger Super-Zombie wird. Und die fliegen dann von Planet zu Planet und fressen alles leer. Also da gibt es richtig geile Comics. Hey, die ist gar nicht mal so schlecht, aber ich bin besser. Ja. Auto! Nicht schlecht, Hawkgirl. Hawkgirl als Zombie. Das eklige Gerippe hier. Die Geier-Variante. Sieht so aus. Oh, da hinten fliegt Supermans Kopf. Kann ich damit irgendwas machen? Na bestimmt, oder? Ey, ich will doch nur mal zum Schädel.
What the? Alter, die dreht auf einmal voll auf. Komm schon. Oh, meine Güte. Auf einmal dreht die durch. Du weißt nicht, was Stärke heißt. Sieht aus wie ein Zombie da unten. Es gibt so viele Spin-Offs, so viele Varianten, aber es gibt bestimmt auch DC Universe Zombies. Also, ich kenne mich halt bei DC nicht so mega gut aus. Aber wenn es das bei Marvel gibt, dann definitiv auch bei DC. Muss ja, oder? Alter, der ist nervig schnell. Komm schon, bleib schön da in deiner Ecke. Verdammt, ich wollte dich da durchtreten. Aber wer blockt das? Mehr Venom. Mehr Venom. Mein Führer. Ich brauch mehr Venom. Ist da der da? Das heißt Venom, verdammt. Spider-Man kämpft gegen Venom. Wenigstens hat der eine coole Stimme. Der gute Deathstroke. Ich zeige dir, was oh no! Er waggert! Und ich mach spanische Moves! Geh mal rüber in deine Ecke. Das hat so gut funktioniert. Ich sagte in deine Ecke. Boah. So. Wie so ein Äffchen springe ich hier rum und zerklopp ihn. Du weißt nicht, was Stärke ist? Nein, nein, nein. Du weißt nicht, was Stärke heißt. Achtung, Joker, das sieht gefährlich aus. Ehrlich? Ich glaube, du unterschätzt mich. Los geht's. Joker, du alte Krampe, du. Also Joker hätte wirklich keine Chance gegen den guten Bane. Bane würde ihn zerstückeln. Er würde ihn einfach zerstückeln. Wir reden hier von einem Duell. Ich rede nicht von Joker macht irgendwelche fiesen Joker-Tricks. Och nö, mein Baum. Ich wollte dir ein bisschen Naturliebe geben. Hat dir deine Mutter nicht beigebracht, man spielt nicht mit Säure? Ich schlage dich aus Liebe. Ja, ich dich auch. Mann, der ist aber auch wirklich... Ne? Ja. Willi will's wissen. Und der blockt, oder? Nein, der blockt nicht. Alter Bane, du gehst durch alles durch. Venom! Guck mal hier, ich bin voll auf Venom. No, 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 no. Na, es geht durch. Schuss ins Herz. Aufwachen. Da sieht man sein... Wahnsinn! Glück gehabt, Bruder. Gut, wer hampelt, verliert. Ich hab's verstanden. Gewonnen. Du weißt nicht, was Stärke heißt.
Oh, neue Objekte für mich. Los geht's. Frosty, der Schneemann. Warum ist sie so robust? Ey. Muerte bist du. Wenn ich mit dir fertig bin. Ich mach dich kompakt. Oi. Nicht schlecht. Au. Alter, die hat ein paar herbe Moves drauf. Komm schon. Crabben und smarten. Komm schon. Oh, mir fehlt ein bisschen Fleisch. Mir fehlt ein kleines bisschen Fleisch. Alter Bane, der liegt mir irgendwie. Brachia und starb. Ich kühle dich runter. Will ich aber nicht. Ich bin gern ein heißer Typ. Ich bin ein Latino, ja? Si. Ach nein, sie waggert. Der Stärkere gewinnt immer. Das bringt dir gar nichts, Vibe. Vielleicht doch. Wow. Leck mich am Arsch. Boah, die nochmal nachgeholt. Du weißt nicht, was Stärke heißt. Bruder gegen Bruder. Ich mag Roboter. Komm schon, ich will dich durchcrappen. Bleib da drüben in deiner Ecke. Gib mir mehr Venom. Ich bin gebufft. Alright. Ich verstehe. Guck mal hier. Mit vollem Schub und vollem Schmackes zerklopp ich dir die Innereien. 46, wenn man hier einen Dreierbuff drauf hat. Krass. Autsch. Buh. Ging durch. Die beiden Junkies hier kloppen sich die Scheiße aus dem Leib. Ach nein. Der Stärkere gewinnt immer. Voy a comer el corazón. Roboter? Echt jetzt? So. Du weißt nicht, was Stärke heißt.
geht's. Da wird sich erstmal angeguckt, ein bisschen geträumt. Der Mann aus Stahl gegen den Mann aus Met. Ich bin sehr, sehr fleischig. Ich bin wie so eine Muskelkuh. Ah, Superman hier wieder. Er ist gebufft. Kann ich auch. Guck mal hier. Bam. 16% ist aber nicht viel dafür, dass ich gebufft bin. Der alte Stahlschädel da drüben hält halt eine Menge aus. Und teilt eine Menge aus. Wahnsinn. Prozent. So. 13. Wir machen leichte Fortschritte. Wow. Wir haben das doch hinbekommen. Alter, jetzt habe ich ihn irgendwie. Klar, der wird mich nochmal treffen. Ich glaube nicht, dass ich ihn jetzt komplett durchziehen kann, aber irgendwie. Stahlmännchen, geht's hier nicht gut? Wow, ich habe wirklich komplett durchgezogen. Ja. Na gut, dann eben so. Superman war ein Narr, zu glauben, dass Bane freiwillig eine zweitrangige Rolle in der eine Erde-Regierung spielen würde. Als der Hohe Rat besiegt war, konnte die wahre Herrschaft beginnen. Obwohl ihnen die Intelligenz fehlte, waren Sinestro und Black Adam für Bane inspirierende Beispiele gnadenloser, absoluter Autorität. Diese erwiderten seinen Respekt vor ihrem Talent. Die drei Schurken übernahmen die Herrschaft über den Planeten und bildeten ein Triumvirat ungebrochener Macht. Bis zur nächsten Phase von Banes Plan. Ja, Bane, super stark, super schlau, super alles. Ist ein cooler Charakter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wer soll als nächstes hier kämpfen? Schreibt es in die Kommentare. Eine Bewertung abseilen. Bis zum nächsten Mal und...